Sprechen wir über die aktuelle Corona-Situation. Zugeschaltet ist nun Dr. Andreas Gassen, der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Guten Morgen, Herr Dr. Gassen. Guten Morgen, Herr Hähler. Genau wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Bund kritisieren ja auch Sie den Vorstoß des bayerischen Gesundheitsministers Holitschek, dass Impfunwilligen oder Impfgegnern der Krankenhausbeitrag erhöht werden sollte. Aber es muss doch Maßnahmen geben, oder? Also es ist die Frage, die Herr Holitschek aufgeworfen hat, ist ja eine komplett andere. Werden wir die gesetzliche Krankenversicherung dahingehend verändern, dass Menschen, die individuell höhere Risiken haben, höhere Beiträge zahlen müssen, wie wir es aus der privaten Krankenversicherung kennen? Und da kann man natürlich dann in der Logik nicht bei Impfungen für Corona Schluss machen, sondern die logische Folge ist mit 200.000 verursachten Todesfällen, dass man beispielsweise Raucher stärker zur Kasse bittet, Übergewichtige, die überproportional viel Bluthochdruck, Diabetes haben, Risikosport an. Die Reihe wäre endlos. Insofern, glaube ich, nützt uns diese Diskussion nun wirklich gar nichts. Und die Zahl, ich sag mal, die Kosten der Behandlung der Corona-Erkrankten, insbesondere auf Intensiv, die sind natürlich im Individualfall hoch, gemessen an den Kosten, die durch andere Erkrankungen ausgelöst werden, aber eher gering. Das ist, glaube ich, nicht das Thema, um uns aus diesem ganzen Impfschlamassel und diesen Impfgegner-Problematiken rauszuholen. Hier wird meines Erachtens nur eine Überzeugungskampagne fruchten, denn die Bilder, die wir vorhin aus Schweinfurt gesehen haben, sind ja fürchterlich und die sehen wir immer mehr und eigentlich möchte die niemand sehen. Was heißt denn das für eine mögliche Kampagne? Also das Ziel von 80 Millionen Geimpften in Deutschland, bis 80% der Bundesbürger geimpft bis 7. Januar, das ist ja jetzt schon obsolet. Das wird jetzt bis Ende Januar verlängert. Also welche Möglichkeiten hat denn jetzt die Politik tatsächlich, die Menschen zum Peaks zu bewegen? Wir haben es ja über Weihnachten gesehen. Viele haben ja die Tage genutzt, um sich erst Zweit- oder Booster impfen zu lassen. Ja, das zeigt auch, dass man noch Menschen erreichen kann. Sie werden natürlich fundamentale Impfgegner oder Querdenker nicht erreichen. Ich glaube, da muss man tatsächlich einen Haken dran machen und diese Menschen müssen schlicht und ergreifend akzeptieren, dass sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit schwer erkranken können oder gar versterben. Aber ich glaube, dass wir durchaus etliche Gruppen noch erreichen können. Ich glaube zum Beispiel auch im Bereich der Migranten sollte man durch spezielle Angebote nochmal die Menschen versuchen zu erreichen. Da werden sicherlich nicht die einen oder anderen sich noch impfen lassen. Auch junge Leute greifen zunehmend jetzt die Möglichkeit der Impfung auf. Man sollte hier auch noch weiter aufklären. Es geht ja nicht nur um die Erkrankung an Corona. Omikron möglicherweise gar nicht so schwer in der Erkrankungssituation, aber durch die hohe Zahl dann eventuell doch ein Problem mit Überlastungsszenarien. Aber wir wissen zum Beispiel mittlerweile auch, dass die Corona-Impfung ja nicht nur gegen den oft milden Verlauf schützt, sondern sie schützt natürlich auch nachhaltig gegen Long-Covid-Problematik, die wir ja auch bei milderen Verläufen durchaus sehen können. Insofern gibt es viele gute Gründe, sich als erwachsener Mensch impfen zu lassen. Und daher glaube ich schon, ob man sich jetzt nun an einer fixen Zahl der Impfquote festmacht, ist eine ganz andere Sache. Aber ich glaube schon, dass wir noch einen gewissen Teil der erwachsenen Bevölkerung erreichen können. Die Impfmenge, die wir pro Woche an die Menschen bringen, ist sehr hoch, weshalb die grundsätzlichen Zahlenspiele funktionieren würden. Aber jetzt geht es natürlich im Wesentlichen um die Überzeugungsarbeit, die zu leisten ist, die man aber, glaube ich, auch noch leisten kann. Herr Dr. Gassen, in der Unionsbundestagfraktion werden ja nun die Rufe nach einer Anpassung der Quarantänerichtlinien für die Kontaktpersonen lauter. Also zum Beispiel die Risikogruppen, die Infektionsgefährdeten bei einer Massenquarantäne, dass da also die sogenannte kritische Infrastruktur nicht mehr erhoben werden kann, wie bei Polizei, Feuerwehr, Pflegeärzte, um nur einige Beispiele zu nennen. Also muss man tatsächlich die Massenquarantäne jetzt noch einmal ins Auge fassen und sich darum auch Gedanken machen jetzt in diesem Winter? Ja, also ich glaube sicherlich Szenarien, wie manche Modellierer sie zeigen mit 700.000 Infektionen pro Tag, ich glaube, die sind eher unrealistisch. Nichtsdestotrotz muss man natürlich überlegen bei den Quarantäneregelungen, wie wir sie im Moment haben, die ja sehr breit gefasst sind, dass das selbst bei deutlich geringeren Infektionszahlen pro Tag schon Probleme bereiten kann. Und die Quarantäneregeln sind, ich meine, zu Recht in der Vergangenheit schon häufig kritisiert worden. Da ist man da relativ flapsig drüber hinweggegangen und hat die Menschen zum Teil zwei Wochen weggesperrt, ganze Schulklassen. Ich denke, dass man hier schon drüber nachdenken kann, das anzupassen. Wenngleich ich trotzdem davor warnen möchte, schon wieder dramatische Szenarien mit vielen hunderttausend Infektionen pro Tag zu zeichnen. Das wird in der realen Welt so nicht passieren, auch wenn wir durchaus damit rechnen müssen, dass wenn Omikron uns noch voller trifft, wir auch Zahlen erleben werden wie in den Nachbarländern. Das ist sicherlich nicht auszuschließen. Dr. Andreas Gassen, wir haben in diesem Jahr sehr oft miteinander gesprochen. Jetzt sind wir zwischen den Tagen. Trotz Corona wird uns auch weiter beschäftigen in 2022. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke Ihnen und bleiben Sie gesund. Wünsche Ihnen auch.